Hallöchen, liebe Leute, und willkommen bei Minecraft mit Professor Hastig. Ja, ich habe Erde abgebaut. Einmal hinter dem Forsthaus. Da hinten irgendwo. Und habe hier schon mal ein bisschen angefangen aufzuschütten. Und dann habe ich mir gedacht, ach, gehst du da hinten nochmal Erde abbauen. Habe hier das eine Loch zugemacht. Könnt ihr hier sehen, hier habe ich ein bisschen rumgebuddelt und habe eine Höhle entdeckt und bin der Meinung, da war ich noch nicht drin. Und zwar geht es einmal hier rein und einmal hier. Das habe ich nicht gesehen, das war hier alles dicht mit Erde. Ich meine, vielleicht habe ich das auch mit Erde zugebaut, ich habe keine Ahnung. Und da will ich mal reinschauen, ob da irgendwas los ist. Deswegen habe ich mir hier auch gerade einen Wassereimer besorgt. Okay, hier geht es nicht weiter. Hier ist Kies, aber ich werde die Kohle abbauen. Die kann man ja eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Und vielleicht finde ich auch noch ein bisschen Gestein, was ich noch nicht so en masse habe. Kann ich mir dann auch noch was mitnehmen? Gerade das Granitandesit und Diorit. Da kann man ja dann wieder neues Gestein draus bauen. Hier ist auch noch Eisen. Das werde ich auf jeden Fall auch noch einstecken. Kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Und hier das Zeug. Da nehme ich auf jeden Fall so ein paar mit. Dass wir in der Ausstellung noch ein bisschen was machen können. Habe jetzt nicht vor, eine extreme Höhlentour hier zu veranstalten. Aber einfach mal reingucken. Und ihr kennt mich, höchstwahrscheinlich werde ich drin versacken, wenn es was zu holen gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier eh nicht so eine Riesenhöhle sein wird, obwohl ja unter meinem Dorf auch ein Höhlensystem ist. Ich vermute mal, dass das alles ein bisschen zusammenhängt. Aber ich denke, das werden wir gleich sehen. So, und schaue ich da hinten nochmal rein. Da können wir auch noch was von mitnehmen. Jetzt habe ich gleich meine komplette Tasche voller komischer Steine. Aber das macht nichts. Gut, dann weiß ich aber auch, wo ich mir hier diesen anderen Stein hernehmen kann oder herholen kann, wenn ich welchen brauchen sollte. Das ist ganz gut. So, dann schaue ich hier unten nochmal rein. Vielleicht war ich hier auch schon... Ja, hier geht es auch nicht weiter. Wie gesagt, vielleicht war ich hier auch schon drin und habe das Ganze dann zugebaut. Aber hier könnte ich direkt auch bei Gelegenheit nochmal runterschauen und gucken, ob es da noch irgendwie weitergeht. Ja, das lassen wir jetzt mal offen, sonst verpeile ich das natürlich wieder. Ist klar, wie immer. Ich werde hier schon mal ein bisschen Erde einfach wieder dran bauen. Ich habe die andere Erde, die ich eingesammelt habe, drin in meiner Truhe liegen. Die hole ich mir dann gleich noch raus und gucke, inwieweit ich das hier noch aufschütten werde. Ich denke, ein bisschen geht auf jeden Fall noch. Und ich will so ein bisschen terrassenförmig natürlich auch nach unten bauen, weil... Ein Stück Erde haben wir noch. Ja, dann haben wir immer Platz, ein bisschen was hinzubauen. Und es soll halt nicht so steil nachher da hinten bergab gehen. Ich gestikuliere hier schon wieder mit meinen Händen, was ihr natürlich überhaupt nicht sehen könnt. Finde ich aber gerade witzig. Ja, viel haben wir nicht mehr davon. Okay. Dann verbauen wir das hier noch erstmal kurz. Und den Rest kann ich ja dann wieder ohne Aufnahme machen. Ja, ich denke, ich werde erstmal hier die Ebene fertig machen. Na komm, du kommst da wieder weg. So, dass wir hier schon mal was hinbasteln können. Auch so ein bisschen irgendwie klappt das heute hier wieder alles nicht. So, ja, haben wir schon ein bisschen Fläche, das ist ganz gut. Okay.
muss ich mal schauen. Wir wollten da... Stein habe ich noch. Das packe ich erstmal weg. Ich habe auch noch Steinziegel, aber auch nicht mehr sehr viel. Das ist doof. Hier noch so viel. Das ist Kies. Okay. Schon mal ein paar verschiedene Steinsorten machen. Also irgendwie funktioniert hier wieder alles nicht. Der sieht, glaube ich, auch gar nicht so schlecht aus. Ach, nee, doch, der sieht... nee. Nee, der ist hässlich. Aber okay. Geschmäcker sind verschieden. Sieht natürlich auch ein bisschen doof aus, wenn ich hier einfach so einen Grill direkt vor diese Mauer setze. Aber was soll's? Da kann man leider auch keine Treppen draus bauen. Das finde ich auch schade. Ach, ich renne wieder nur hin und her, weil mir gerade die Ideen hier ausgehen. Ich bin völlig planlos. Ich packe jetzt alles mal ein, was hier Bruchstein ist und werde versuchen, dann nochmal irgend so einen Grill hinzubasteln. Ich würde das gern so machen. Und so. Und vielleicht so. Und so und da ein Grill hin. Also ein Ofen. Ah, jetzt habe ich keine Erde dabei. Nee. Kies habe ich auch weggetan. Okay. Ach, ist wurscht. Dann machen wir das halt so. Ja, und da kommt dann halt der Ofen rein. Ganz einfach. Zack, fertig. Vielleicht könnte man noch eine Art Schornstein draufbauen, aber ich glaube, das geht auf die Treppe nicht. Das finde ich so ein bisschen schade irgendwie, aber okay. Können wir leider nicht ändern. So, ich setze jetzt den Ofen da einfach mal rein. Ja, es sieht total behämmert aus. Aber man kann es ja mal versuchen. Normalerweise... Das können wir eigentlich dran lassen, so als Ablagetischchen. So. Zack. Ja, das ist doch prima. Da könnte man direkt noch irgendwie... Naja gut, eine Truhe drunter setzen geht jetzt nicht. Ah, vielleicht könnte man... Na, wenn ich da eine Truhe reinsetze, dann geht sie wieder nicht auf.
Ach, dann lassen wir das mit der Truhe. Ist egal. Ja, wir haben eigentlich schon ganz schön viel hier dran rumgebaut an unserem Steinmetz. Und eigentlich würde ich ganz gerne mal wieder was anderes mit euch machen. Bin mir aber noch nicht sicher, was. Wir wollten ja ein bisschen einen Ausflug machen in unsere Akazienwelt und gucken, ob da noch irgendwelche Sachen von uns zu finden sind. Und ich glaube, das werde ich auch demnächst machen und das hier erstmal ruhen lassen, weil mir auch ehrlich gesagt die Ideen so ein bisschen ausgehen. Bei mir ist immer so, je länger ich an einer Sache arbeite, desto weniger wird es was. Da muss ich irgendwie so spontan drauf kommen. So richtig gefällt mir das hier halt alles nicht, aber das wird noch, denke ich. Aber ich muss mich jetzt erstmal verabschieden von euch. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit mir auf die Reise zusammengehen werdet. In die alte Heimat, ins Akaziengebiet. Und ich sage bis dann, bye bye, euer Professor Hastig.